Die Backstube von Godehard Höveling in Hildesheim. Der Bäckermeister hat in diesen Tagen noch mehr zu tun als sonst, denn er backt den größten Weihnachtsstollen, den je ein Bäcker allein gefertigt hat. So viel wie ein Auto, nämlich etwas mehr als eine Tonne, wird sein Hildesheimer Domstollen am Ende wiegen. Er besteht zwar nicht aus einem Stück, kein Ofen wäre dafür groß genug, aber am Ende werden es 2000 Stücke à 500 Gramm sein. Mit jedem einzelnen, das er verkauft, will Höveling die Sanierung des Hildesheimer Doms unterstützen. Für viele Hildesheimer ist der Dom, ich sage mal, der Anziehungspunkt der Stadt. Und wer eben was Besonderes erleben will, der geht mit Verwandten oder Freunden mal zum Hildesheimer Dom und besichtigt den. Rund 5000 Euro hat der Bäckermeister aus eigener Tasche bezahlt, um das Riesengebäck zu fertigen. Auch vom Verkaufserlös sieht er keinen Cent. Dazu kommt, so ein Stollen braucht Zeit. Die Rosinenmischung muss 2 bis 3 Tage ziehen, der schwere Hefeteig 1 Stunde ruhen. Gut 55 Minuten backt er dann im Ofen, bis er seine Kerntemperatur von 90 Grad erreicht hat. Bevor das leckere Weihnachtsgebäck dann in den Verkauf geht, wird der Stollen noch mindestens 14 Tage abgelagert. 1.076.200 Rosinen, 250 Kilogramm Mehl, 86 Liter Milch, 150 Kilogramm Butter, 96 Kilogramm Zitronat, 24 Kilogramm Gewürze und 27 Liter Rum stecken in Hövelings Domstollen. Das genaue Rezept verrät der Bäckermeister aber nicht. Ich glaube, wenn man diese Rezeptur anderen Bäckern geben würde, da würden überall andere Ergebnisse rauskommen. Es ist immer... Was empfinde ich für so ein Weihnachten, für so ein Gebäck? Es muss jetzt nicht Stollen sein. Wie gehe ich damit um? Gebe ich mein Herzblut damit rein? Wenn man das mit Hingabe macht, ich glaube, dann kriegt man auch ein gutes Ergebnis. Und zwar ein so gutes Ergebnis, dass selbst der Papst zu Hövelings Kunden zählt. Jedes Jahr zu Weihnachten bekommt Benedikt der 16. 2 Domstollen aus Hildesheim. Den ersten hat Höveling ihm ganz persönlich überreicht. Das war eigentlich so das schönste Erlebnis als Stollenbäcker, was ich erleben durfte mit meinem Zwillingsbruder. 2006 hatten wir die Gelegenheit, dem Heiligen Vater einen Stollen persönlich zu überreichen in einer Generalaudienz. Und das war ein sehr bewegender Augenblick. Verkauft wird der Hildesheimer Domstollen zugunsten der Domsanierung am 4. Dezember ab 13 Uhr in der Hildesheimer Fußgängerzone, solange der Vorrat reicht.